Guten Morgen, meine lieben Leute. Also ich bin jetzt hier in Bad Meinberg, in der Nähe von Detmold, Paderborn, Bielefeld, Nordrhein-Westfalen, bei Yoga Vidya. Und ich bin gerade beim Fasten. Heute ist Tag 6. Also ich habe jetzt 5 volle Tage nichts gegessen. Und ja, heute ist der 6. Tag. Und eventuell esse ich morgen wieder, weil hier der Kurs vorbei ist. Ich bin hier Fastenkursleiter, Assistent. Also ich habe die Fastenkursleiter-Ausbildung gemacht vor 8 Jahren. Und dann habe ich mal assistiert, jetzt assistiere ich wieder. Aber ich habe in dem Bereich noch nicht selbst gearbeitet als Fastenkursleiter, sondern als Assistent. Fasten tue ich sehr gerne, ist es aber sehr schwer alleine. Also ja, in der Gruppe ist es natürlich viel einfacher, man unterstützt sich gegenseitig. Ja, und ich faste für Gesundheit, ne? zum Entschlacken, zum Entgiften, für geistige Klarheit. Das sind die Gründe, weshalb. Ich habe auch 5 Tage, bevor ich das Fasten angefangen habe, intermittierendes Fasten gemacht, 5 Tage lang. Das heißt, eine Mahlzeit am Tag. Ja, so, eigentlich wollte ich das gar nicht aufnehmen, wollte ich das gar nicht teilen. Aber jetzt, wo ich fast zu Ende bin und merke, wie es mir gut tut, weil Tag 3 und Tag 4, die waren schon ziemlich heftig, war ich ziemlich down. Und ich habe zwar nicht daran gedacht, aufzugeben, aber ich habe mir nur gedacht, was tue ich mir gerade an? Also ich würde so gern jetzt einen Kaffee trinken, ich würde so gern was essen, auch wenn es nicht viel ist. Aber das waren so meine Gedanken. Auf jeden Fall, als Aufwind habe ich gar nicht gedacht. Ja, und dann kam Tag 5 gestern und da war es schon viel besser. Also wesentlich besser. Ich habe wieder Lust gehabt, Gitarre zu spielen. Trainieren war noch nicht so drin. Ich bin zwar joggen gegangen, aber ja, es war sehr müßig und war nicht einfach. Und jetzt hier bin ich jetzt gerade in Bad Meinberg, war gerade joggen. Und heute geht es mir noch mal ein bisschen besser als gestern. Wenn ich aber jetzt noch länger fasten würde, wäre klar, dass wieder Tiefen kommen. Also es kommen dann wieder Tage wie Tag 3 und Tag 4, wo es mir dann wieder nicht gut geht. Aber danach kommen wieder die Höhen. Und das ist beim Fasten normal. Also wenn man die Tiefen hat, muss man einfach nur wissen, okay, ich weiß es, ich habe es ja schon erfahren. Und wenn du es noch nicht erfahren hast, dann ist es eine Bewusstseinserweiterung. Dann ist es schön, sowas zu erfahren, damit du für das nächste Mal gewappnet bist. Ja, ja, es ist wahnsinnig kalt, wie ihr seht. Ja? Und tja, das sind also Detox, Entgiften, geistige Klarheit, natürlich Gesundheit. Also wie gesagt, ich habe hier am Ellenbogen, ich zeige es mal kurz, hier am Ellenbogen habe ich jetzt ein paar Monate lang, das habe ich vorher noch nie gehabt, eine Entzündung im Arm. Und ich habe alles Mögliche drauf geschmiert, hat nichts gebracht. Ich habe ein bisschen ausschweifend gelebt über den Sommer, habe eine Reise nach Bulgarien gemacht mit dem Auto, habe gut gegessen, gut getrunken, auch schön viel Bier getrunken und Partys. Ja, und dann übersäuert der Körper und dann kommen die Entzündungen. Jetzt ist es der beste Weg, um da wieder rauszukommen, anstatt Tabletten zu nehmen, ist Fasten. Jetzt, wenn hier junge Leute zuhören und sagen, was fastet denn der? Wenn jemand dabei ist, der kein Verständnis dafür hat, ab einem gewissen Alter hat man Verständnis dafür, weil man hat plötzlich irgendwo zwickt, irgendwo hat man hier ein bisschen Schmerzen, da Schmerzen. Und da ich ungern Tabletten nehme, also ich nehme überhaupt gar keine Tabletten und das schon seit vielen Jahren. Aber wenn ich merke, oh, jetzt hast du mal ein bisschen wieder zu viel Party gemacht, zu viel genossen, das ist ja das Genießen. Ja. Wenn man zu viel genießt
und einfach hier überschwänglich lebt, ne? Und da neige ich manchmal dazu. Dann, ja, dann kommen halt die Wehwehchen früher. Wenn du dann aber ein bisschen, ja, Erfahrung hast in Sachen Fasten oder auch jetzt mit Naturheilkunde, dann ist der erste und beste Weg ist Fasten. Nichts essen, so hat der Körper Zeit, weil der Körper heilt sich von alleine. Genauso wie ein Fluss, der verdreckt wurde von der Industrie. Wenn die Industrie aufhört, diesen Fluss zu verdrecken, dann kann der sich von alleine reinigen. Und genauso ist der menschliche Körper. Wenn du aufhörst, deinen Körper zu vergiften, dann kann dein Körper von alleine wieder heilen. Und das ist eigentlich, was Fasten ist. Da muss man halt einfach aufhören, ein paar Tage, ein paar Wochen. In meinem Fall, ich bin jetzt gar nicht so übergewichtig, aber ich bin 1,80 groß, habe knapp 90, teilweise sogar 94 Kilo gehabt, also gutes Bäuchchen, ne? Aber jetzt habe ich 85. Also ich habe jetzt in 10 Tage, weil wie gesagt, 5 Tage intermittierendes Fasten, eine Mahlzeit am Tag. Und jetzt 5 Tage nichts essen. Ja, ich habe bestimmt schon 7 Kilo abgenommen, oder? Ja. Aber es ist viel Wasser, wo ich verloren habe. Also es ist nicht alles reines Fett, wo ich verloren habe. Das heißt, wenn ich wieder anfange zu essen, dann gehen die Kilo schnell wieder hoch. Nur fühle ich mich jetzt gut. Ich mache jetzt wieder Sport. Und das ist eine Chance, um dabei zu bleiben. Das ist wie eine Chance. Man gibt sich die Chance. Jetzt geht's wieder los. Das kannst du auch, wenn du übergewichtig bist. Jetzt fange ich das Trainieren an. Jetzt ändere ich mein Leben, mein Lebensstil. Aber wenn du mal fastest, total einen Cut machst, total unterbrichst, dann, das ist ja, es hat auch was mit Bewusstseinserweiterung zu tun, weil in der Zeit hast du so viel Zeit nachzudenken. Du bereitest kein Essen vor. Du musst nichts kochen. Du musst auch nicht verdauen. Hast viel mehr Zeit nachzudenken, zu kontemplieren, zu meditieren. Deswegen bin ich jetzt hier auch bei Yoga Vidya. Yoga Vidya ist nebenbei größte Yogaschule in ganz Europa. Es ist nicht mehr das, was es mal war vor viele Jahren, weil durch Corona da, ja, das hat überall Probleme gegeben. Und die Schule hier wollte ihren Leuten die Impfung aufzwängen, habe ich so gehört. Und dann sind viele Mithelfer einfach gegangen. Ja, die Schule hat es gemacht. Die wollten natürlich ihr Imperium nicht verlieren. Der Staat hat ja natürlich alles gefährdet damals. Oder so lange ist ja gar nicht her. Und ja, da sind viele abgehauen. Also es ist nicht mehr das, was es mal war, aber trotzdem, hier kann man herkommen, wenn man, ja, geistig, spirituell weiterkommen will im Leben. Ich komme schon viele, viele Jahre hierher, jetzt in großen Abständen, ne? Zum Beispiel einmal im Jahr für eine Woche, einmal alle 2 Jahre für eine Woche oder 2, also so ungefähr. Okay, so viel dazu. Tag 5, also fertig, ne, mit Fasten. Jetzt bin ich bei Tag 6. Das ziehe ich noch locker durch. Keine Gelüste mehr für Kaffee, gar nichts. Freue mich aber trotzdem wieder aufs Essen. Und vielleicht kommt noch ein Update.